Willkommen zurück bei Mario und Luigi Superstar Saga. Im letzten Part sind wir bis hierhin gekommen und da ist so ein Schiff gekentert, worauf dieses Fragment von der Sternbohne war. Und jetzt müssen wir hier hoch. Das geht jetzt, weil ich wieder die Steuerung umgeändert habe und so kann ich natürlich auch schlechter spielen, weil das irgendwie sehr ungewohnt ist. Und auch irgendwie kacke. So. Aber ich muss es ja machen. Geht nicht anders. Ihr könnt euch recht herzlich bei meiner Tastatur bedanken. Hätte ich ein Gamepad, hätten wir das Problem nicht. Okay. Jetzt sind wir bei einem großen Gebiet. Das hier ist ein toller Strand. Ach hallo, wer seid ihr denn? Schon gehört? Gnädigste, ein Gerücht über Prinz Marmek. Ja, ich weiß, man sagt doch, er soll jetzt auf Reisen sein, auf der Suche nach irgendetwas. So ein Prinz hat's schon schwer, aber er, ob er es auch, ja, bei uns mal vorbeigeschaut oder so, weiß ich nicht. Egal, wir werden erstmal nach, oben gehen, aber davor werden wir speichern. Lachlagune, kreuzförmige Küste. Okay. Dann werden wir uns direkt mal auf den Weg machen. Was kann man denn hier Schönes entdecken? Ah, hier wäre schon mal eine Röhre, womit wir das ganze Gebiet verbinden können. Gut. Hier wäre auch nochmal eine Bohne. Oh Gott, das ist schon schrecklich mit der Steuerung, ich sag's euch. Ich muss jetzt immer so über die in die halbe Tastatur rübergreifen, weil ich genau am anderen Ende... Oh. Hey, ihr Platz da! Ach, das ist ein Weib. Die neuesten Nachrichten. Ein unglaubliches Gerücht. Ich hab was aufgeschnappt. Ich hab gehört, die Flut hat eine strahlende Bohne angeschwemmt. Hat die nicht der alte Paguri aufgesammelt? Ich hab da so etwas gehört. Kann sein. Er hat mit dieser Bohne seine Schale geschmückt. Und jetzt sieht er aus wie ein Weihnachtsbaum. Hihi. Okay. Das ist ja nicht möglich. Wollen wir nicht hingehen und es uns ansehen? Tolle Idee, gehen wir. Na, die ganzen Tratschtanten. Hey ihr, wenn ihr da rumsteht, wir liegen da rum, bekommt ihr einen Sonnenbrand. Na los, auf geht's. Ja, würde ich mir auch denken. So, auf geht's, warte mal. Was gibt's denn hier Tolles? Entspannungsraum der Medusa-Schwester. Na ja. Ach. Wir sind jetzt hier. Ach, wie nice ist das denn? So. Das gefällt mir auf jeden Fall, dass wir schon mittlerweile hier angekommen sind. Ich dachte, da kommen wir erst im späteren Verlauf des Spiels irgendwann mal hin, aber nein. Wenn sie es mir jetzt schon anbieten, dann bin ich sehr zufrieden damit. Oh Mann, so. Perfekt. Gut. Gut, das ist gut, dass man hier wieder tolle Bohnenmusik hört. Entspannungsraum. Ja, Eingang gibt's nicht. Einfach nur Entspannungsraum. Gut. Hallo. Was bist du für eine? Willkommen im Entspannungsraum für müde Körper und Seelen. Gönnt euch die sanfte Massage der Wunderhandschwestern. Für nur 100 Münzen bescheren wir euch eine angenehme Zeit. Das hört sich ja sehr, toll an. Für euch beide macht das 200 Münzen. Na, interessiert? Klar. Gut, ich bekomme 200 Münzen im Voraus. Versteht sich. Ja. Ich hoffe, die verarscht uns jetzt nicht. Aber ich denke eher nicht. Dann warte bitte auf den Sofas im Zimmer. Nebenan. Okay. Ach, sehr schön. In Rot und Grün. Subi. Ach, guck mal, wer seid ihr denn? Hallo. Sieht lustig aus. Willkommen, ich bin Ellen. Meine Aufgabe ist es, euch zu erquicken. Gut, ich bin Ganzja. Das ist meine auch meine Aufgabe. Offensichtlich sind deine Hände ziemlich erschöpft. Und offensichtlich sind auch deine Hände ziemlich erschöpft. Dann werden wir euch mal ganz hart mit unseren Wunderhänden massieren. Und nicht nur an den Händen. Wir werden auch in die Hose greifen. Oh, das gefällt den beiden.
Oh, was? Du verfügst ja über die Macht der Wunderhand. Ich meine Feuerhand natürlich. Und du hast was? Oh nein! Oh, du! Du hast doch die Macht der Donnerhand. Hä? Oh shit. Oh nein. Ihr seid wohl keine gewöhnlichen Reisenden, oder? Wie aufregend. Hände wie diese verdienen eine ganz besondere Behandlung. Jetzt gibt's doch ein Blut. Was? Oh ja, was mit der Macht eurer Hände nicht alles in den Griff bekommen kann. Nun, eine Massage brauchen Typen wie ihr jedenfalls nicht. Wir werden euch lieber zeigen, was ihr sonst noch mit euren Händen anstellen könnt. Nun, was meint ihr? Ja klar! Aber natürlich, wir fangen sofort an. Wir werden euch jetzt umwerfende Handtechniken vorführen. Wer nicht zuhört, der wird gemaßregelt. Das Spiel ist schon nice. Ah, ich liebe es einfach. Gut, dann zeig mir mal. Was wirst du, Grüling? Ja, Luigi. Drücke L, um die Macht der Hand auszuwählen. Thunder. Lade die Donnerkraft durch Drücken von B auf. Sammle die Kraft, bis du das Maximum erreicht hast. Und dann kannst du B loslassen. Halte dein Vordermann auf diese Weise elektrisiert. Dann könnt ihr euch durch Drücken des Steuerkreuzes in dieselbe Richtung bewegen. Wow, also interessant. Im Rücken muss er es spüren. Bis er hin und weg ist. Dein langes Ding im Rücken spüren. Was? Der Strom muss ihn wild durchströmen. Ja. Verwende diese Technik, um Dinge mit dem Rücken zu schieben oder um seitwärts zu gehen. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie es in der Praxis läuft. Luigi, presst deinen Rücken gegen mich. Oh. Komm, zeig's mir. Oh, warte mal. Ach, das ging. Oh, ich bin auch so ein Honk, ne? So. Falsch, schieb mich mit dem Rücken an die Wand. Hä, hey, das. Yay. Oh, ja! Genau so! Du bist ein Spezialist, was? Oh, du machst es sehr gut. Jetzt bist du dran, roter Mann. Ja, ja. Tausch die Position mit Start. Drücke L, um die Macht der Hand auszuwählen. Fire. Sammle Leute drücken von B die Feuerkraft. Steigere die Kraft bis zum Gipfelpunkt. Wenn du glaubst abzuheben, dann kannst du B loslassen. Yeah. Oh ja. Gib's mir richtig. Oh. Ja. Hm. Massiere den Rücken. Kräftig. Mit feurigem Meifer. Er muss förmlich die flodernde Flammen spüren. Mit dieser Technik rennst du wie von der Tarantel gestochen und kannst umstoßen, was im Weg steht. Dann wollen wir mal mit der Übung beginnen. Ah. Dürfen wir? Sputter gegen diese Kugel, los mit Kraft. Okay. Wird sofort gemacht. Oh, gut, ja, super. Du bist ein Experte, was? Yeah. Und hier endet unsere kleine Nachhilfestunde. Hey, du hast was vergessen. Oh, Ellen, ich glaube, wir haben eine Kleinigkeit vergessen. Ja, jetzt, wo du es sagst. Genau, genau. Wollt ihr den Spurt beenden, wechselt ihr die Richtung, in die ihr euch bewegt. Dafür benutzt ihr das Steuerkreuz oder ihr drückt den ganzen Fahrer. Jetzt haben wir euch aber alles erklärt. Und jetzt werdet
wir euch jetzt einen Gefallen beten. Genau, nutzt die neuen Techniken, um uns die zwei Perlbohnen aus dieser Hülle zu bringen. Eure Macht ist viel, viel größer als unsere. Deshalb könnt ihr die zwei Perlbohnen suchen und finden. Und wenn ihr nicht wollt, dann zahlt ihr für unseren Unterricht. 100.000 Münzen, los, hier mehr haben mit der Kohle. Ja. Los, husch, 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 bringt uns die zwei Perlbohnen vorwärts. Oh mein Gott. Oh, wie die abgehen. Oh nein, die gucken, guck mal, die gucken die mir hinterher. Oh, guck mir auf den Popo. Oh, was? Ja. Habe ich nicht gesagt. Gut. Wo genau? Ach, hier wäre das anscheinend. Also, auf geht's. Wir gehen erstmal zur linken Seite, weil das für mich interessanter aussieht. Erstmal Seitenwechsel, zack, und dann, ja, genau so geht das. Da war ja mal eine Stelle am Strand, da wo man das mal benutzen konnte, da war auch so ein Geist und das war sogar auch im, in Bergen. Stimmt. So. Gut. Oh nein. Oh nein. Sowas hasse ich ja, ne? Ich wette, das verkacke ich. Ja. Das war so klar. So. Gut, easy. Yay. Du erhältst die grüne Perlbohne. So, die erste hätten wir. Oh, wie reizend, für hübsch, eine grüne Perlbohne. Was geht bei der? Und jetzt bringen wir schnell die rote Perlbohne los. Macht voran. Ja. Gut. Auf geht's. Bom. Fetti weggehauen. Ich bin geplättet, ihr seid ein ungewöhnliches Paar. Ist das ein Bug mit dem Sound? Ja. Das ist ein Bug. Ich bin geplättet, ihr seid ein... Ja, hat er schon mal gesagt. So. Oh nein. Nein, das war ein Millimeter. Wieder ein Millimeter. Oh, damn. Jawohl. Yeah. Du hast die rote Perlbohne gefunden. Oh, wie hübsch, die heizt eine rote Perlbohne. Oh, genau, das habe ich mir gewünscht. Oh. Yeah, wir haben es geschafft. Und wir haben sogar noch richtig viel Zeit für diesen Part, ist mir gerade aufgefallen. Dann können wir ja noch ganz viel schaffen. Schätze ich, denke ich, mal. Okay, weiter geht es. Wir sind jetzt hier und wir müssen hier durch, weil da dieser Spaten steht. Ich bin geplättet, ihr seid ein tolles Paar. Gut. Aufhören, danke. Warte, bin ich geheilt? Ich denke mal nicht. Nee, ja, nicht ganz. Aber ich überlebe den nächsten Kampf. Deswegen brauche ich mich nicht zu fürchten. Gut. Dann hätten wir erstmal einen Erstangriff und dann werden... Oh, eine neue Bro-Attacke. Flammbrüder. Ich werde das direkt mal ausprobieren. Na gut. Die Attacke hat mich ja jetzt nicht vom Hocker gehauen. Muss ich sagen. Donnerbrüder ist auch eine neue Attacke. Probiere ich auch direkt mal aus. Ja. Wenn ich wüsste, wie genau die Attacken gehen. Aber nein, das weiß ich natürlich nicht. Oh nein, die werden ja alle wieder geheilt. Ach, ich bin so blöd. Ach komm, da muss man mit... Sprung drauf. Ach, Bullshit. Ich bin gerade sehr, sehr schlecht, muss ich sagen.
Ach, da muss man nochmal B drücken. Ah, ja, sag mir das doch früher. Dann hätte ich das Ganze viel, viel früher erfahren. Aber nein, das geht natürlich nicht. Ja. Ich dachte, der halt jetzt wieder seinen Kumpan. Macht das immer viel zu früh. Nein, ich schäme mich total, dass ich so Kacke spiele. Nein, jetzt hat er den wieder geheilt. Nein. So, ja, sehr schön. Jetzt geh endlich baden. Na, danke. Oh. Luigi hat sein voll verdientes Level. Oh. Meine Güte. Wurde ja schon richtig kritisch hier. So, bei dir werden wir den. Guck mal, Carp. Nee, Carp ist scheiße. Mach mal. Art. Ne, 5. Oh yeah. Richtig nice. Dann werden wir gegen dich kämpfen. Komm her, komm her. So. Perfekt. So. Dann werden wir mal richtig auf umhauen. Bämon. Stirbt. Yeah, das ging ja richtig mega dufte. So. Donner. Ich meine Schlagbrüder. Gut. Bullshit. Komm her. Bam. Nice. Gut. Ich bin geplättet. So. Ja, dann. Was, ich muss wieder runter. Na egal, dann geht halt wieder runter. Oh nein, Mario, du Honk. Steh auf, du Flasche, danke. Warte mal, Flammenbrüder wird dir keinen Sinn machen, oder? Egal, ich lasse es einfach. Was? Ich kann ihn nicht one-hitten? Donnerbrüder. Das war nice. Autsch. Ja, würde ich das wenigstens kontern können, dann wäre das ja natürlich eine viel bessere Sache. Aber nein, das geht natürlich nicht. Stirb! Was? Warum sterben die nicht? Nee, Schlagbrüder bringt ja auch nichts, ne? So, weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der A-Knopf hat nicht funktioniert. Schade drum. Nice, dann werde... Oh Gott, warte mal, dann werde ich einfach mal mich hier auftürmen, damit ich hier hoch kann und dann werde ich gegen dich kämpfen. So. So. Das war gut. Schlagbrüder. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Okay, dann nicht. Halt, ich springe auf dich. Okay, das kann ich nicht, oder? Geht Hammer? Ja. Gut. Mario, geil. Oh Mann, was werde ich denn bei dir erhöhen? Werde ich bei dir auch mich an den Bart setzen? Ja. Diesmal nur eine 2, schade, aber dafür hatten wir halt beim Luigi eine 5. Warte, ich guck erstmal hier nach oben. Ach, hier geht's nach oben. Nee, 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 dann lasse ich das lieber. Ich guck erstmal weiter. Hier gibt's nämlich Items. Und Items sind mega dufte.
Was? Ja, komm, gib's mir. Oh. So. Eine Lachbohne. Und ganz viel Geld. Na gut. Nein, lass mich in Ruhe. Perfekto. Als nächstes gehen wir nach oben. Denn da geht's dann auch weiter. Ich denke mal, dann brauche ich auch nicht mehr die Steuerung wechseln. Im nächsten Part werde ich dann wieder mit der anständigen Steuerung spielen. Das heißt, wieder mehr Skill. Oder ich guck mal hier drauf. Muss ich nochmal wechseln? Nein, ich denke nicht. Okay, dann werde ich jetzt noch ein bisschen spielen. Oh Gott. Wie ich sowas hasse. Oh Gott. Nein! Gut. Gut, gegen dich kämpfen wir noch und dann beende ich auch den Part. Bäm, stirb. Der Angriff macht ja wirklich weniger Schaden, ist mir aufgefallen. Ja gut, von Luigi's Hopsbrüder Kommando, das macht generell wenig Schaden. Das ist schon schade. Hätte ich echt nicht gedacht. Zack. So. Gut, dann werde ich jetzt mal den Part beenden. Gegen dich kämpfe ich nicht mehr, denn... Ja, im letzten Part, im nächsten Part werden wir dann hier weitermachen und mal sehen, ob wir es schaffen, das Fragment zu finden. Bis dann, bis zum nächsten Mal bei Mario & Luigi Super Saga. Tschüss.